danke, dass du mir hilfst, die Ladepause zu überbrücken. Ja, ich meine, dieses Projekt gucken jetzt echt wenige Leute, von daher kann ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also was ich noch so vorhab, was eigentlich als Überraschung dienen soll, aber als Belohnung, dass ihr euch das dann anguckt, ne? Erfahrt ihr halt ein bisschen was mehr als andere Leute. Und zwar habe ich mir überlegt, sowas so in der Adventszeit ist ja gar nicht mehr so lange hin, ja, sowas Spezielles zu machen. Ich habe da auf jeden Fall was vor. Kontrolle an Alpha-Geschwader, begeben Sie sich zu Streckenpunkt 1, over. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich verrate auch nur nichts weiteres. So, okay, erstmal natürlich den Laser ausrüsten, weil der gefällt mir richtig gut. Warum war das Plasma-Gedöns schon ein bisschen aufgeladen? Okay. Oh! Sag mal. Ja, ich wollte schon sagen, warum beschießt du mich denn nicht? Bist du doof oder was? Eieieiei! Hallo! Aber kein Problem. Das war Nummer 1. Oh, Leopard. Guck mal, wer stärker ist von uns beiden. Hm? Kreizig. Ich würde sagen, du kannst schon mal so langsam Kaffee machen, wenn du willst. Ich glaube, nützlich bist du hier jetzt gerade nicht. So. Ich mag den Namen vom Kreizig. Soll ich das auch zerstören? Ja, ne, oder? Ich meine, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht wirklich so sinnlos, wenn man die Bodenziele mit Plasma zerstört, weil die oft erst aufmerksam auf einen werden, sobald man das erstmal beschossen hat. Okay, 30, ja gut. Treffe ich mich damit selbst? Habe ich das gerade richtig gesehen? Moment. Okay, nee, doch nicht. So, okay, das wäre Geschichte. Das war gar kein Streckenpunkt, ups. Es lag nur so auf dem Weg, was soll ich denn sonst machen? Kontrolle an Alpha-Geschwader. Tunneleingang zur Kapralkuppel ist elektronisch gesichert. Wir werden versuchen, die Energiequelle ausfindig zu machen. Over. Ach, ihr werdet es nicht nur versuchen, ihr werdet es auch schaffen, da bin ich mir sicher. Wer ruft mich denn jetzt an? Was soll das denn jetzt? Ach, verdammt. Einen Moment bitte. So, wie schön, dass ich mein Telefon einfach mal nicht gefunden habe. ich werde es aber gerade mal lautlos stellen. Das vergesse ich immer. Das vergesse ich wirklich immer. Wenn ich, Moment. Nein, Lautstärke. Da ist es. Ah! Entschuldigung. So, okay. Es ist lautlos. Das vergesse ich immer, wenn ich aufnehme, das blöde Telefon lautlos zu stellen. So, okay. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade durch die Kuppel geflogen, ja? Es sind mehrere Nanosoft-Maschinen in diesem Gebiet. Hallo! Ups, das war ein Lüxi. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Waffenfabrik bestätigt, Fabrik und Inhalt zerstören. Over. Kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und ein Lüxi. Oh, die mag ich so, weil die muss man uns ein paar Mal treffen und dann... Buff. Okay, wo ist denn hier noch Eck? Oh, da unten ist Action. What the fuck? Okay, das habe ich jetzt... Das war vielleicht doch ein bisschen größenwahnsinnig von mir. Ich war einfach mal denken, oh komm, schieß einfach mal in den Hangar rein. Also, die haben mich einfach viel zu gut getroffen. Tut mir leid. Ja, es ist okay, ist okay. Ach, entschuldige ich mich überhaupt? Habe ich da gerade einen Gegner gesehen? Ja, das war mein Kollege, okay. Ach, verdammt! Verdammt! So. Machen wir euch mal alle kaputt, ne? Ach, das war genauso ein Hangar, okay. Wapsu. Wack Lobster. Habe ich euch gerade auch gesehen? Nee, gerade habe ich euch doch nicht gefunden, oder? Ich behaupte einfach mal nein. Ist das der Frachter, der mich auch gerade mitzerstört hat? Ich glaube, ich mache hier gerade was gar nicht mal so Schlechtes. Weil ich fürchte fast, dass es dann gleich ein bisschen leichter wird für mich. Okay. Die! Welcome to die! Okay, super. Ah, da sehe ich doch noch was irgendwo. Da! Ha, ha, ha. So. Uiuiuiui. Und tschüss. Der Laser ist so toll, ne? Ich liebe den Laser. Ja, ja, ist okay. Ah, Wingman! Geh nicht in meine Schussbahn. Ja, doch, kann man durchaus als gefährlich bezeichnen. Oh, ich treffe die ganze Zeit das Radar. Wo ist die Hitbox von dem Drecksding? Treffe ich dich jetzt? Nein. Doch, jetzt treffe ich dich. Super. Und das Ding ist jetzt dafür... Dafür ist das Ding jetzt auch fast kaputt. Nein, 2%. So, okay. Dankeschön. Es ist elektronisch gesichert. Ja, ich weiß, komm. Kontrolle an so, dann machen wir jetzt die Waffenbasis kaputt. Glücklicherweise habe ich noch nicht zu lange in der Mission gespielt. Oh, ei, ei, ei. So.
Okay, ich nähere mich diesmal vorsichtig. Das ist tatsächlich der gleiche Frachter, ja. Das ist ein Autotank. Es sind mehrere Nanosoft-Maschinen in diesem Gebiet. Oh, fuck. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Waffenfabrik bestätigt, Fabrik so, okay. Und Inhalt. So, tschüss. Over. Mal gucken, was da jetzt an... Okay. Ein Venom. Die haben auch Venoms. Das ist die Scheiße. Okay, ich hab verstanden, ihr Penner. Okay, habt ihr auch Havox oder was? Das finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Was? Das ist ein T-Shirt. Das ist ein T-Shirt. Den kenne ich doch. Der ist eigentlich ziemlich gefährlich, weil er halt nach hinten schießen kann. Und weil ich den sowieso nicht treffe, den Arsch. So, okay, der ist schon mal tot. Geht doch, mein Gott. Also schön ist, ich habe die schon ganz gut mitgenommen. So, Nummer 2 ist tot. Okay, Venom gegen Venom. Warum hat mein Kollege nur einen Havoc, Mann? Haben wir immer noch nicht genug Maschinen oder was? Nur weil jetzt hier kein Krieg mehr ist, heißt das direkt, dass wir wieder abrüsten oder wie? Muss ich das verstehen. Ah, oh, die sind schon heftig, die Venom. Die gegnerischen. So, tschüss. Woher haben die überhaupt unsere Technologie? Oh, gut, wer sagt überhaupt, dass wir ein Monopol darauf angemeldet haben, ne? Oder ein Patent. Okay, super. Schön! Wie noch mehr? Was? Verarscht oder was? Kommt ihr jetzt aber mal her. Na, meine Energie lädt sich ja so langsam aber sicher auf. Von daher ist es echt in Ordnung. Mein Gott, ey, die sind aber auch echt gut unterwegs. Und schnell unterwegs vor allem. Ja, aber das tut denen auf jeden Fall auch weh, wenn ich die treffe. Das sind schon geile Kämpfe, so ein 1 gegen 1 Dogfight gegen so ein Venom. Weil ich halt auch wirklich endlich mal auf Geschwindigkeit sind. Weil hier für die meisten, wie den zum Beispiel, bin ich einfach zu schnell. Das ist das größte Problem meistens, dass ich den... Achso. Ich weiß mal nicht, was ich da gerade treffe. Oh mein Gott. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Hören Sie, Alpha-Geschwader. Gute Arbeit. Ich dachte, jetzt kommt voll das Wichtige. Irgendwie so. Achtung! Wir haben eine Atombombe gefunden. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Energiequelle gefunden. Befindet Alter. Sich definitiv in der Escola-Kuppel. Quelle zerstören, um Zugang zur Capral-Kuppel zu bekommen. Over. Ich verstehe diese Tech-Droiden überhaupt nicht. Weil irgendwie haben die für mich keine Daseinsberechtigung. Weil sie sind halt nicht so nicht stark und so. Keine Ahnung. Oh, ich habe voll Energie fast. Das ist sehr, sehr gut. So, einmal kurz abbiegen. Aber das war dann auch nicht die Mission. So viel Action war da nicht. Oder war das ein ganz anderes Spiel, was ich damals gespielt habe? Keine Ahnung. So, rein da. So, vorsichtig. Okay. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir verstehen uns. Nein! Ah, ein Lynx, okay. Erstmal das kleine Viech wegmachen. Weil das nervt dann einfach nur rum. Okay, du bist auch schon mal zu einem Drittel Kapotski. Ich hab mal so, okay, meine Energie sieht noch echt gut aus. So, okay, tschüss. Leo. Also wenig Jäger sind es auf keinen Fall, aber ich hoffe mal, dass die Arte Jäger für sie spricht. So, was bist du? Ach, ein Cougar. Von jedem ein oder was? Nein. Komm, ich krieg dich noch, ich krieg dich. So, okay, hervorragend. Ach so, hallo Flak. Oh, eigentlich muss es hier noch ein Gunboat geben. Leider. Okay, das ist ein Raketenflak. Hat mich leider nicht getroffen, ist aber sehr traurig. Lässt du meinen Wingman in Ruhe? So. Schwöre es vor mir. Ah, wo kam das Zitat her? Okay. Ich muss hier weg, weil meine Energie, die geht doch schon ziemlich schnell nach unten, wenn ich mich hier einfach mal in so eine Flak reinstelle. So, Moment, ich muss sie einfach erstmal nur sehen. So, okay, du bist schon mal tot, das ist gut. So, okay. Ich glaube, ja, in der Zwischenzeit mache ich mal hier ein bisschen Gebäude kaputt, warum eigentlich nicht? Jetzt kann meine Energie ein bisschen aufladen. Jetzt benutze ich mal ein bisschen den Plasma. Plasma! Fums! Und... Fums! Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass da gleich ein Gunboot oder sowas rausfliegt. Das fände ich eigentlich nicht so geil. Bin ich ja ehrlich. Ich verpiss mich einfach mal. Energiegenerator zerstört! Blöd, noch hui! Au!
Okay, du bist tot. Ach so, ich muss alle... Ja, gut, okay. Ja, ist okay. Nur nicht so schnell schießen, dann klappt's auch. Willst du... Sag es bitte nochmal. Ach, jetzt muss ich hier tatsächlich alles einzeln zerstören, oder was? Ist okay, da kann sich meine Energie wirklich gut aufladen. So. Oh, das dauert eine Ewigkeit, bis das Ding kaputt ist. So. Okay, wenn ich gedrückt habe, lädt es jetzt auch nicht wieder auf. Okay, das wusste ich jetzt so nicht aus dem Kopf. Und tschüss. Energiegenerator. Ach, sehr schön. Zerstört. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Escola-Kuppel jetzt geräumt. Over. Gut. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Begeben Sie sich zu Streckenpunkt 3. Over. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß halt nicht, was mir erwartet, aber hier wird garantiert noch ein Gunboot kommen. Ich hoffe aber mal in der hohen Kuppel. Ui, weil ich die da einfach besser... Kontrolle an Alpha-Geschwader. Kämpfen kann. Zutritt zur Kallenkuppel nicht möglich. Wir müssen ein Sonderkommando hinschicken. Kehren Sie zur Basis zurück. Ein Sonderkommando? Warum? Ich will kein Sonderkommando. Ah, wieder ein Venom, okay. Bleibst du wohl stehen? Ah, ich treffe den nicht. Ballistik. Okay, ja. Oh, tschüss. Okay, der Venom ist tot. Wo bist du? Ach, auch noch ein Venom. Ach, nur ein Venom. Ich dachte schon, wer ist ein Venom? Nein! Warum treffe ich den nicht, Mann? Kann nicht sein! Ach, du bist mein Wingman. Entschuldigung. Okay. Ich muss die Jäger vernichten. Ah, komm, schon wieder die Sonne direkt die ganzen Motorrad-Spackos. Ja! Komm, endlich habe ich jemanden getroffen. Ey, meine Trefferquote wird so höllisch niedrig sein. Das ist unglaublich. Ah, die sind auch einfach unfassbar wendig. Also für einen Gegner auf jeden Fall. So, tschüss. Ach, jetzt habe ich die Mission erfüllt. Okay. Super. Ey, mein Gott. Wieder nur eine Viertelstunde. Geil. Okay, und in der Viertelstunde war noch das Verkacken drin. Okay, ich weiß noch nicht, was mich jetzt erwartet, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass die zweite CD ungefähr doppelt so gut läuft wie die erste. Dass ich mich jetzt auch mit dem Spiel so ein bisschen angefreundet habe. Wobei die Missionen aber auch einfach nicht mehr so schwierig sind, weil es halt nicht mehr so sehr aufs Beschützen ankommt, sondern aufs Überleben eher. Es gibt ja zwar noch viele Beschützerpassagen, aber es sind meistens nur Teile von der Mission und nicht eine komplette Mission. Weil es war beim letzten Mal durch mich schon genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt mal früher verkackt habe. War es dann vielleicht doch die nächste Mission? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kusa, jetzt. 42% doch nur, okay. In der Zeralkuppel zerstören Sie die Waffenfabrik und die Abwehreinheit. Zerstören Sie die Energiestation 1. Zerstören Sie die Energiestation 2. Kapralkuppel. Ah, das ist Kapral, nicht Keral. Zerstören Sie die Nahrungsstoff-Jagdmaschinengruppe. Punkt. Keins. Ach nee, kein Nee. Hey, jetzt schön, Sie das Frühwarnsystem. Okay. Das Nanosoft Nachschubschiff. Ah, das Frachtschiff. Ja, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, okay. Gut. Ich kann sagen, ich habe ja alles verdichtet eigentlich. Alle verdächtigen Kuppeln außer Daedalus und Kallen sind untersucht worden. Und daraus müssen wir schließen, dass die Aktivitäten entweder in Daedalus oder Kallen vor sich gehen. Ein Einsatzteam ist gerade auf dem Weg, um sich Zugang zu Kallen zu verschaffen. Okay, gut. Das heißt, die nächsten beiden Missionen sind klar. Die eine Mission geht um die eine Kuppel, wo aber wahrscheinlich noch nicht so die Loot sie abgehen wird. Und die letzte Mission, da haben wir einfach den Jackpot gezogen. So, okay, speichern. Ey, ich glaube, wir schaffen das heute noch, tatsächlich. Ey, wenn ich richtig gut bin, kann ich euch vielleicht sogar hier noch die Secret Missions zeigen. Das wäre ja schon krass. Wobei, ich mache da wahrscheinlich eh einen extra Part raus, so als kleinen Bonus-Part. So. Weiter! Die eingegangenen Nachrichten bestätigen, dass das Einsatzteam kurz davor ist, die Eingänge zu öffnen. In dem Moment, in dem die Türen offen sind, muss Slater einen Luftangriff durchführen. Sie brauchen nur in die Kuppel einzudringen und jeden Widerstand auszuschalten. Ach, nur. Und das Bodenteam beschützen. Habe ich recht? Okay. Na, ich glaube, wir haben wirklich schon alle Waffen, die es gibt.
Naja, gut, okay. Egal, genau. Ich hatte früher immer Spaß bei dem Spiel, fällt mir gerade so ein. Ich habe es immer sehr oft und auch sehr gerne mit Cheats gespielt. Dass ich einfach alle möglichen Gegner mit EPP und auch die Zivilisten mit EPP einfach festgehalten habe. Das fand ich immer sehr schön. Das sah im Endeffekt aus wie so eine Modellstadt, wo sich nichts bewegt. Ja, sowas gefällt dem Dennis.